Mit gleich zwei Konzertabenden hat man im Schlosshof Puchheim für Stimmung beim Publikum gesorgt, denn bereits am Vorabend überzeugte die Vöckler Bridge Pocket Band unter anderem mit Jazz und Soul. Nachgelegt wird nun mit Woodstock and Jungle, so lautet das Thema des zweiten Konzertabends. Und dabei steht nicht nur eine, sondern gleich zwei Kultbands auf der Bühne. Wir haben seit 2001 Conga-Rilla immer wieder im Programm, seit 2001 circa 15 Mal. Und es freut mich besonders, dass heute Conga-Rilla mit Abseits dabei ist. Seit mittlerweile über 20 Jahren finden hier die Schlosshof-Konzerte statt. Dass die Konzerte damals überhaupt ins Leben gerufen wurden, ist mitunter einem der Musiker zu verdanken. Der Kramer Peppi hat gesagt, Ingrid, möchten wir nicht miteinander das Schlosshof-Konzert, Schlosshof nützen. Es war immer das Ambiente da und es ist nichts geschehen. Und dann haben wir es halt probiert. Und es ist gleich das erste Mal ganz, ganz gut angekommen bei der Bevölkerung. Ich versuche immer bei Conga-Rilla, dass man da bei den Konzerten verschiedene Besetzungen einbaut, damit wir nicht jedes Jahr das Gleiche machen. Das heißt, ich nenne das einfach Projekte, wo Conga-Rilla mit anderen Bands zusammen auf der Bühne was macht. Und dann ist es halt so, dass sich manche Projekte extrem gut eignen und extrem gut passen und die wiederhole ich auch dann gern, wie zum Beispiel das heutige Projekt mit Abseits zusammen. Wir haben einfach durch das, dass wir auch alle gute Freunde sind mit dem Baby Kramer, haben wir irgendwann einmal gesagt, probieren wir es einmal miteinander und Woodstock und Jungle zusammen, es ist eigentlich ein sehr, sehr guter Aufhänger. Und haben wir gesagt, Abseits und Conga-Rilla, machen wir was, Woodstock und Jungle. Was genau sich hinter diesem Aufhänger verbirgt, erklärt der Schlagwerkprofi. Also im Prinzip sind das Woodstock-Songs und eigentlich Lieder, die jeder kennt, wo gar keine Drummen dabei sind, maximaler Schlagzeug. Und wir haben das halt so gemacht, dass wir dann, ich habe das arrangiert für die Conga-Rilla-Gruppe, dass wir da dazu spielen und da haben wir gedacht, das passt recht gut und es ist eigentlich was Einzigartiges, wenn man die Lieder mit so einer großen Percussion-Gruppe gar nicht hört und es funktioniert. Ja, das funktioniert, sieht man auch anhand des Publikums, ob groß oder klein. Daher bleibt nur zu hoffen, dass die beiden Bands auch weiterhin noch oft gemeinsam zu hören sind und den Schlosshof wieder mit ihrer Musik beehren.